Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Böller Tour XXL 4.0. Wir starten die Böller Tour jetzt wieder hier im Hellen und das ist ein ganz besonderes Video, denn es gibt wieder einen Koffer voller Feuerwerk. Ich bin aber nicht alleine, sondern ich bin bei Finn Kliemann. Da stehen ganz viele Leute, zum Beispiel auch ein Kameramann. Und wir werden uns jetzt hier so ein bisschen warm böllern. Gut, ja, wir ballern genau. Mit dir da ein bisschen rum jetzt. Ja, genau. Wir machen einfach mal. Genau, ich will noch kurz sagen, wer ihr seid, falls euch einer nicht kennt. Einmal der Björn von Fettes Brot. Hi. Also Fettes Brot kennt bestimmt jeder. Bekannt durch Lieder wie zum Beispiel Das letzte Lied auf der Party. Das letzte Lied auf der Welt. Oder Der Tibes Licht von der Liebe. Von der Liebe. Oder Oder? Soll ich's wirklich machen oder lass es lieber sein? Oder? Tausend Jungs, lass die Finger von Emanuela. Oder vielleicht auch noch Ich liebte ein Mädchen in Madrid. Sie hat mehr geraucht als Helmut Schmidt. Ich hab sie alle geliebt. Rom, Berlin und Paris. Und Finn Kliemann, du warst ja schon in Star Trek. Geil. Aua, Mann, voll immer auf mein fucking Knie. So, um die Party jetzt so richtig zum Kochen zu bringen, brauchen wir noch eine Sache. Und das sind natürlich Raketen. Dafür machen wir hier oben so einen kleinen Rocket Launcher hin. Die Panflöte der Pyrotechnik. Oh, geil, Finn. Kann das eine anzünden und dann fliegen die doch geil weg. Und ja, Nikolas Ruhe von Explosive Arts und noch ein paar andere Leute. So, wir haben wieder ein Köfferchen mit lustigen Sachen. Ist gefroren. Ja, ich glaube auch. Ich versuche mal. Okay. Lass aufsprengen. Koffer musste gesprengt werden. Ah ja, also, frei wählen. Cooles. Also sehr geil. Sehr geil sind zum Beispiel auch die. Aber ne, mach da erstmal. Das ist halt wirklich das Kleinste. Das ist nicht das Richtigste. Das kann jeder lustig. Hier reingreifen, wie er will. Ja, ja. Ah, ich weiß, was Moskitos sind. Das sind diese unkontrollierbaren. Ja, sehr schön. Das müssen wir gleich noch montieren. Oh, Dynamit hatte auch. Ah ja, ich sehe. Das möchte ich gleich machen. Okay. Okay, wir fangen an mit den Moskitos. Sag mal, anzünden oder hochschmeißen, ne? Ja. Ich mache das vielleicht den Koffer kurz wieder zu. Patrick, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ja. Vorsicht! Achtung! Wow, Alter! Das war sehr knapp! Hast du noch einen? Ja, Erik hat auch noch einen. Okay. Das ist die neue Schale. Was passiert denn, wenn hast du den schon mal ins Gesicht bekommen? Ja, so passiert, glaube ich, nicht viel. Oh, was passiert? Nee, da passiert gar nichts. Wow. Okay, doch. Okay, das ist der unkontrollierbare Scheiß. Das finde ich gut, dass wir mit sowas gleich anfangen. Ja. Was, hast du schon mal jemand ins Auge gekriegt? So nee, oder so? Zum Glück noch nicht, aber Der war auch gut. Hey, Alter, willst du noch mal einen werfen? Oder? Ja, hast du gerade einen da? Hat noch einer einen Moskito? Ja. Ja, okay, das ist cool. Oh ja. Oh Gott. Wirf! Oh, Björn hat einen Blindgänger. Super. Enttäuschend. Kriegst noch eine Chance. Kein Problem. Und jetzt. Wow. Die Dinger sind echt witzig, finde ich. Wolltest du die anmachen hier? Klar. Pepperknaller, wie heißt das? Doppelknall. Okay, mach einfach nur Bum-Bum. Ja, genau. Das fliegt erst mit einem Knall hoch und explodiert dann. Weißt du, Björn, dass wir hier auch deine Geschichte mal hochgejagt haben? Ja, das war sehr gut. Und zwar, diese Zündlitze oder sowas. Ja, Anzündlitze. Das ist toll. Das ist sehr gut. Das fand ich Ach so, das war das UFO, oder? Ja, das Können wir hier so neben stehen bleiben oder ist das UFO? Nee, weg. Zurück. Hä? Eieiei! Geil, was ist ein dickes Ding, was da rauskommt? Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ganze Ding ist hochgeflogen. Ach, echt, ne? Ja. Guck mal, da haben wir ja noch vor den. Cooles ja. Teil. Ich glaube, er hat eine Rakete. Welche denn? Eine gelbe. Diabolo. Diabolo. Ich habe auch eine Diabolo. Fliegen hoch? Also hoffentlich. Die bleibt in der Boden. Das ist viel zu eng da gesteckt. Du musst erst mal unten ein bisschen auflockern. Ich habe da mehrfach hin und her gerubbelt. Du, oh geil, ein Rohr. Ich habe da so ein bisschen hin und her gerubbelt. Das ist ganz einfach. Die geht schon los. Das kann man jetzt auch gut von hier angucken. Das ja, das stimmt. Ui. Ei. Also, die Explosion war eine Enttäuschung, aber das Ding ist ganz schön hochgegangen. Ich glaube, die knallt jetzt sogar. Oh ja. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen sehen, wie weit die. Meinst du? Ja. Die hebt doch ab. Oh, guck. Aber von der
von der Ausrichtung her gut. Ja, schon. Ich würde gerne den Container treffen. Wollte ich gerade sagen. Ist in den Container irgendwas drin oder können wir die versuchen zu treffen? Ich habe Bombenrohre mit. Sollen wir die abschießen? Hier, diese Teile. Da kommt einfach ein lauter Knall raus. Kannst auch abschießen. Oh ja, der knallt dann am Ende da hinten, genau, wenn er fertig abgebrannt ist. Sehr gut. Das probieren wir mal. Da braucht er nur die ungefähre Entfernung finden und dann trefft er den Container auf jeden Fall. Und wie? Ja, weil die immer gleich hochfliegen. Genau. Okay. Aber ich mache jetzt einmal ganz kurz Container hier. Pass mal auf. Der trifft genau. Oh, naja. Ah, schade. So, wie kriegen wir, kann man die? Ja, wir müssen weiter nach vorne, glaube ich. Ja, sag, du kennst sie, sag mal. Noch ein bisschen. Das könnte passen jetzt. Und wenn wir die so schräg in den Boden stellen, genau, meinst du, so? Wir machen mal einen Probeschuss. Ja. Boah! Oh. Ah, ich weiß, was der Fehler war. Na? Du hast es unten angezündet. Hier. Ah! Hier. An der falschen Seite der Zündschnur. Geil. Hat der unten, ja. So, jetzt nochmal, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Okay, verstehe. Aber der fliegt zu hoch. Ganz schön hoch. Sehr gut. Okay. Ja. Oh, ja. Ja! Oh! Jetzt nochmal. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher rein. Wir müssen noch so ein, zwei Meter. So. Ja, das ist gut. Warte, hier. Ah ja, genau, der Trick. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was, ihr habt hier so einen Halfpipe, so mit Zeit. Oh. Ja. Oh, der hat aber getroffen. Ja. Geil. Hier, guck mal, kannst du noch mal so ein paar... Ja, aber wieder abgeprallt. Die muss man irgendwie hinlegen, damit sie nach oben gehen. Ja, genau. Wenn man die dann falsch hinlegt, dann schockt das auch nicht mehr. Nee. Ich habe noch einen Böller. Machen wir gleich noch den Unterschied. Oh, was? Fast getroffen. Oh. Den? Ey, was war das denn für ein Käsewurf? Der Wurf war gut. Ja, oh. Ein Käseböller. Da auch daneben kannst stehen du können. Dann weiter? Noch kannst nicht? Du weiter? Da hätten wir auch daneben stehen können. Den wirf nicht so weit weg, weil der sieht richtig geil aus. Der sieht geil aus? Ja. Okay. Aber ich weiß nicht ganz genau, wie diese Lunte, wie lange einfach, das dauert. Einfach dranhalten, das sieht man. Das sprüht relativ schnell da raus dann. Ich werfe die immer so hier vorne hin. Ja, so 3 Meter. Ich kann auch das nehmen. Ah, okay. Komm, der sah ganz gut aus, aber war jetzt auch nicht so der Ringer. Ich hab mir fast die Hose. Soll ich den nochmal heben? Ja. Man kann die auch schmeißen. Warum hat er denn keinen Stiel mehr? Ich hab die aus Versehen abgebrochen. Also aus Versehen? Naja, wirklich aus Versehen. Soll ich hier das Ding da reinhalten? Ja. Also von wegen, was darf man nicht machen zu Silvester. Ja. Genau, also ihr solltet auf jeden Fall solche Raketen... Auf keinen Fall nicht auf Leute, brennende Sachen auf Leute und oh, so. Scheiße. Oh, Scheiße! Der Anfang. So solltet ihr das nicht machen. Ich hab mich mit ins Feld geschmissen. So, wir wollen heute mit euch zusammen Silvester feiern. Das ist der 31.12., das Jahr geht zu Ende. Ja, Leute, da habt ihr gesehen, wie das Video vom Klimansland anfing. Deshalb sind wir jetzt wieder in einer anderen Location. Ja, die ersten Artikel sind schon weg, habt ihr ja gesehen. Wir haben aber trotzdem noch sehr, sehr viele zu verböllern. Einige Bombenrohre, Böller, richtig geiler Vulkan, Raketen und natürlich am Ende die große Finalbox. Sucht ihr irgendwas aus? Feuerbatterie. Ja, genau, die Feuerbatterie. Ja, nicht besonders groß, aber okay. Ihr seht, wie viel Schnee liegt und es ist auch wirklich kalt. Und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock. Leute, bei kaltem Wetter ist dieser Pulli wie geschaffen. Hier ist sogar eine Zündschnur vorne, hier, da. Wenn ihr da Interesse habt, einfach in die Videobeschreibung gucken, da gibt es einen Link. Und denkt dran, gleich gibt es noch ein Gewinnspiel, also unbedingt dranbleiben. Ja, Crazy Chicken. Die gehen immer. Die sind lustig, ja. Immerhin geht da Gasbrenner. Oh, ich glaube, der zerplatzt jetzt gleich sein eigenes Ei. Oder funktioniert gar nicht. So, zweiter Versuch. Vielleicht geht das besser. Yeah!
Der hat ein richtiges Ei gelegt. Und bang. Okay, jetzt brauchen wir was Knalliges. Roter Korsal. Ja, der ist schön. Zwei Stück. So, ich würde sagen, mit dem sprengen wir jetzt mal Schnee, weil der ist ja bekannt als sehr, sehr guter Böller. Boah, Alter. Der hat es drauf. Wo ist er denn? Achso. Ja, ein kleines Loch hat er gemacht. So, der nächste nochmal im Schnee. Der war jetzt schwächer. Boah, der hat aber auch... Boah. Heftig. So, weiter geht's mit... komm, wir machen nochmal eine Fontäne. Happy Night von Komet. Ja, ne, die war kacke. Boah, der Koffer wird auch irgendwie nicht leerer, oder? Ich würde sagen, es geht weiter mit ein paar Salutbombenrohren. Die Schocker Thunderkong sind quasi fast wie die normalen Thunderkong, allerdings mit einem kleinen Zusatz, den ihr jetzt gleich sehen werdet. Nämlich mit Crackling. Schön. So, weiter geht's jetzt hier mit den Dynamitböllern. Das sind Super Böller 1 von Pyroart. Ja. Boah, wie sehen die denn aus? Der Pyro-Hero hilft mir jetzt ein bisschen. Boah, brennen die lange, ey. Wirf den anderen mal hier runter, damit wir da optimalen Schall haben. Mücke sagen. Ja, Schall hatten wir. Das war geil. Weggesagt. Und weiter geht's jetzt mit ein paar Artikeln hier aus dem Crackling und Knall von Keller. Ja, Frösche sind schon gar keine mehr drin, glaube ich. Naja, dann machen wir halt ein paar Knatterbälle und ein paar Pyro-Cracker. Boah. Yeah. Ja. Boah. Der ist sich aber ganz schön am Auswirbeln, oder? So, weil wir gerade so gut im Böllermodus sind, machen wir noch einen. Ich würde sagen, ne, wir machen mal einen Vergleich zwischen den Leslie Superböller 2 im Vergleich zu den Nico D-Böllern. Fangen wir mit dem Superböller 2 an. Bup, weg. Boah, nee, komm, da musst du noch mal einen machen. Was ist das denn hier? Jo, wie kommt der denn da rein? Schönes Teil. Das ist ein richtig geiler Reiber. Aber nicht in Schnee, obwohl doch. Wirf den mal, ja, okay. Boah, ist ja schlecht. Dann machen wir jetzt noch zwei D-Böller von Nico. Oh, du bist so ein Aufbrecher. Mhm. Und nicht so ein Aufschneider. Nee. Ja, leck. Oh, schön. Ich habe einen Moskito gefunden. Den machen wir auch noch. Der war, glaube ich, noch vom Kliman übrig geblieben. Dieser Schall ist ja richtig geil. So, und was hat mein... Oh, ein Vulkan. Jetzt ist die Zeit für einen Vulkan. Der Super Ätna von Keller. Los.
Also besonders schön ist er ja nicht, aber ja, ganz okay. So, jetzt haben wir eigentlich fast nur noch krasse Sachen drin, außer die Sweetbirds. Die können wir auch noch machen. Da haben wir noch ein paar. Da hat der Björn nicht alle verzündet. Ui. Und noch ein. Und für zwischendurch jetzt mal eben noch ein paar Babyfill-Raketen. Ja, mach einfach ein paar gleichzeitig. Umso schneller kommt das Finale. Oh, oh, Respekt. Oh. Oh. Jetzt wird's laut. Und zwar gibt's jetzt hier Bombenrohre. Und zwar würde ich sagen, wir machen einfach mal einen Vergleich zwischen dem Thunder Kong Max und dem Flashbang von Weco. Wir fangen an mit dem von Weco. Der Schall war krass. Knall an sich aber nicht so mega laut. Jetzt der von Leslie. Okay, der war krass. Eindeutig gewonnen. So, einen kleinen Bonus haben wir noch. Und zwar die Headbanger-Knallrakete von Leslie. Können wir mal gucken, wie die im Vergleich ist zu den Bombenrohren. Oh nein, ich glaube sie... Ja doch. Dumpfer Knall, aber nicht so krass. So, und jetzt haben wir wirklich nur noch geile Sachen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem fetten Bombenrohr. Und zwar das Bombenrohr-Festival. Fettes Bombenrohr, ich bin sehr gespannt. Hatte ich auch noch nie. Let's go. Richtig fett. Krasse mega. Ausbreitung, Alter. Krasse Ausbreitung. Vor allem auch schöner Feuertopf. Jetzt ist Zeit fürs Finale. Und zwar, würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem Blinkstars-Vulkan von Weco, Bugano-Vulkan. Ich habe so ein Teil noch nie gezündet. Ich müsste auch nicht. Dazu. Du auch nicht? Nee. Oh, okay. Ja, dann. Go. Ich glaube, der hat so 8 Meter oder so, oder? Kann sein. Angeblich. Ich glaube, das ist normal. Okay, der blinkt. Alter. Alter. Oh. Edel. Lass es mal ein bisschen nach hinten gehen, sonst krieg ich nicht komplett drauf. Boah. Alter. Das ist Blinkstars. Alter, richtig geil. Oh, er brennt wieder. Alarm! Okay, absolute Kaufempfehlung. Den gibt's ja, glaube ich, dieses Jahr wieder bei Lidl. Also zuschlagen. So, jetzt haben wir noch zwei fette Raketen. Und zwar... eine von Weco, die Kronos-Rakete und dann danach direkt die Iridium 4 von Pyrotrade. Wir fangen an mit der von Weco. Film ich jetzt mal ohne Feuerwerksmodus. Letzte Woche war das ja nicht so geil. Ich habe meinen letzten Effekt leider nicht mehr so gut gesehen. Boah, ne, die, naja. Die war mager. Immerhin keine Plop-Rakete, aber die war wirklich ein bisschen mager. So, und jetzt die Iridium 4 von Pyrotrade. Sehr laut, aber sehr kurzer Effekt. So, Freunde, jetzt das große Finale mit der Finalbox Blau. Ich bedanke mich schon mal sehr fürs Zuschauen und würde mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und ja, nach dieser Finalbox Blau gibt es natürlich noch das Gewinnspiel. Tja, Leute, Finale von der vierten Böller-Tour. Das ist immer so der Videohöhepunkt des Jahres für mich persönlich. Dann weiß man, es ist soweit. Viel Spaß, Leute. Oh, fuck. Hä? Ist sie hingefallen? Nein! Alter!
komplett auseinandergefetzt. Unnormal. Warte, lass uns die mal. Wo ist sie denn? Da. Boah. Oh, Alter. Okay, die hat's echt zerlegt. Das kann ja mal passieren. Passiert wahrscheinlich bei jeder Batterie mal. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und jetzt viel Spaß beim Gewinnspiel. Ja, Leute, jetzt ist Gewinnspiel angesagt. Ich habe hier so eine ganze Kiste mit allerlei Kram, wie zum Beispiel Kappen, mit Mützen, mit Tischbomben, mit einem Kalender, mit Böllerattrappen und ja, Schreibblock. Aufkleber ist da, glaube ich, noch drin und hier noch so ein paar Taschen. Und die ganzen Sachen werde ich auf 3 Leute aufteilen. Also 3 Leute von euch können was aus dieser Kiste hier gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst, ist wieder ganz, ganz einfach. Einfach wieder das Video liken und einen ganz normalen Kommentar schreiben und darunter dann noch ich will gewinnen schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Feiertage und genießt die Zeit. Bis dann. I remember.